So, gucken wir uns das Ganze mal im Emulator an. Wir können zunächst einmal unsere Funktion addiere definieren. Und zwar gibt diese Funktion addiere ein Integer zurück, heißt addiere und bekommt zwei Variablen übergeben. Einmal die Variable a und die Variable b, beide vom Typ Integer. Okay, geschweifte Klammer auf. Und zwar hatten wir zunächst einmal eine Variable definiert, in der wir das Ergebnis der Addition abspeichern. Das ist die Variable Summe gewesen. Machen wir das hier auch. Und gehen dann hin und sagen, Summe ist gleich a plus b. Addieren also quasi die beiden Variablen und geben dann das Ergebnis auch zurück. Return Summe. So, geschweifte Klammer zu. Okay. So, und diese Funktion können wir gleich aufrufen. Das machen wir mal im Main-Programm. Im Main-Programm rufen wir diese Funktion auf. Und zwar wollten wir zunächst einmal zwei Variablen definieren. Einmal eine Variable x. X ist gleich 1 hatten wir eben. Int y ist gleich 1. Und hier definieren wir auch dann direkt eine Variable Summe, wo wir das Ergebnis gleich abspeichern können. Hier sieht man auch ganz schön, dass die Variable Summe in dem Main-Programm zwar genauso heißt wie die Variable Summe in der Funktion, aber ansonsten nichts mit der Variablen Summe da oben zu tun hat. Wenn man sich überlegt, wo die einzelnen Variablen abgespeichert werden, die werden zwar beide im Stack abgespeichert, aber diese Variable Summe im unteren Bereich, also direkt zu Beginn des Main-Programms, also quasi an der Stelle, die ich dann eben grau dargestellt hatte. Und diese Summe hier oben, die Variable Summe, die wird letztendlich dann in dem Bereich definiert, in der die Funktion Summe auch zugreifen kann. Okay, rufen wir die Funktion mal auf. Das addiert. Na, y wollten wir gleich 2 nennen. Und da haben wir gesagt, Summe ist gleich. Und dann rufen wir die Funktion addiere auf. Und zwar mit den Parametern x. Das muss ein Komma sein. Aus da weg. Mit den Parametern x und y. Und das können wir auch mal ausgeben. Printf Summe gleich %d. Und zwar möchten wir dort Summe ausgeben. Okay, kompilieren die ganze Sache mal. Gucken wir, ob wir alles richtig gemacht haben. Das Ganze kommt mal auf den Emulator und wird gestartet. Und er gibt aus in Main und dann gibt er aus Summe ist gleich 3. Das heißt, das hat schon mal funktioniert. Und zu guter Letzt möchte ich noch zeigen, wie man denn wie man denn Funktionen deklarieren kann. Das heißt, wenn man die Funktion nicht hier oberhalb von Main definieren möchte, sondern unterhalb von Main. Das heißt, man weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge sollen die Funktionen eigentlich irgendwann mal aufgerufen werden. Dann kann ich das hier auch hier unterhalb von Main definieren, muss dem Compiler aber sagen, dass es diese Funktion gibt, weil er setzt ja hier einen Funktionsaufruf und muss daher an dieser Stelle auch schon wissen, dass es die Funktion addiere gibt und von welchem Typ die Variablen sind, die diese Funktion erwartet. Das heißt, ich kann hier oben hingehen, kann sagen, okay,
Es gibt eine Funktion, die heißt addiere. Addiere. Und die erwartet die zwei Parameter. Und diese beiden Parameter sind vom Typ Integer. Und diese Funktion gibt einen Rückgabewert vom Typ Integer zurück. Kompiliert das Ganze mal. Okay, hat er also geschluckt. Das heißt, er weiß an dieser Stelle, hier, wo steht Summe gleich addiere xy, kennt er diese Funktion addiere xy. Er weiß zwar noch nicht genau, wie diese Funktion aussieht, was die Funktion genau macht, aber er kann letztendlich schon diesen Funktionsaufruf dort einsetzen, weil er weiß, dass diese Funktion zwei Integer-Variablen erhält und eine Integer-Variable zurückgibt. Rufen wir nochmal den Emulator auf und überprüfen, ob er auch tatsächlich das macht, was er machen soll. Und genau das macht er auch.